Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial. Und zwar wird es ein Tutorial, wie man in Oblivion cheatet. Also nee, also schon, das sollte ja eigentlich jedem bekannt sein, weil aber ich werde ein paar lustige Cheats, nützliche Cheats, ein paar Mods vorstellen und sowas alles. Also die Cheat-Konsole öffnet man standardmäßig über diesem Tab-Dingen mit diesem Pfeil nach oben da. So. Und ja, da seht ihr schon, habe ich schon ein paar Cheats eingegeben. Die können wir mit den Pfeiltasten hoch und Pfeiltasten runter durchschalten wieder. Können wir sie quasi wiederholen, müssen wir sie nicht immer neu eingeben. Okay, TGM ist der God Mode. Da, TGM. Und Play Add Item ist, ja, dann bekommt man das Item, was man gerade haben möchte. Und das Item, jedes Item hat eine bestimmte Nummer. Kann man alle im Internet nachlesen. Gut, aber hoch. Zuerst gehen wir jetzt mal in die Testing Hall. Dazu geben wir ein COC, Leerzeichen, Testing. Nein, so. Hall. So. Hier in der Testing Hall gibt es ganz viele Türen zum Alchemie-Test, Warenhaus. Zum, hier, Dietrich waren, Testlager und sowas. Und, ja, manche Türen sind einfach nur da. Ich suche gerade die zu den, zur Waffenkammer. Ja, dann nicht. Also die gucken uns alle nach und nach noch an. Okay, da kommen wir nicht rein. So, da seht ihr auch, was da unten rechts seht ihr auch immer, was da drin ist gerade und so. Da Waffenwarenhaus. Okay, gut, hier liegen dann, ja, alle Waffen, die es hier so gibt. Okay. Ich werde jetzt erstmal meinen Skill erhöhen. Jetzt gucke ich erstmal nach. Blade. Gut, der Cheat dafür lautet, ich habe mir so ein paar Cheats rausgeschrieben. Okay, MOD, Mod, PCS, Leerzeichen. Dann den Skill, Blade war das. Und dann Leerzeichen und dann den Wert auf 100. Gut. Wo? Da, Blade. 131. Gut. Ich will jetzt mal wissen. Bekommen wir. Haben wir das jetzt hin. Oh. Hoch. Wobble Duck. Und dann gibt's noch, glaube ich, Mod PCA, glaube ich, und dann ja, ich weiß jetzt nicht, wie man das schreibt. Ich guck mal eben. Okay. Nein. Mod PCA NGHT dann auch 100 falsch geschrieben GTH am Ende. Oh ja,
Okay. Machen die jetzt mehr Schaden? Ich wundere mich nur, warum die trotzdem nur so wenig. Ja, okay. Geht ja. Okay, dann werden wir jetzt einfach mal das ausprobieren. Und zwar an. Jetzt kommt's. Player. Ihr gebt Player ein, dann einen Punkt und dann Place at me. Alles zusammen. Und dann gebt ihr ein. Zum Beispiel, die kann man auch im Internet nachlesen, die ganzen Codes. A2A5. The gray fox protects you. So, a stranger, ein Fremder. Where the shadow. Shadow hide. Und help. Hoch. Help. I'm being attacked. Na, das lief ja ganz super. Naja, okay. What do you want? Jetzt aber. Okay. Jetzt geben wir ein PSB. Und jetzt haben wir alle Zauber, die es gibt, dazu bekommen. So, und da ich TGM anhabe, kann ich auch alle einsetzen. Okay, der Zauber ist ziemlich lustig. Dann mache ich mal Player Place at me. Valendreth. Das ist 25200. Der Typ aus dem Knast oder am Anfang. Tot. Wir könnten jetzt auch sagen 7 dahinter noch. Leerzeichen und dann 7. Look at the muscles on you. Dann sind hier 7. Tot. Einfach umgepusht. Okay, und ich habe noch einen lustigen Mod drin. Und zwar den, ja. Ich lasse jetzt Hauptmann, Renault spawnen. Die Frau am Anfang, die einen, die den Kaiser beschützt, am Anfang in der ersten Mission. Und da sie keine Rüstung im Inventar hat, damit man die nicht am Anfang nehmen kann, die Klingenrüstung, gibt es einen kleinen Bug, der mit dem Female Body Replacer funktioniert. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Es ist 2349F. Sagen wir 2. Look at the muscles on you. Captain Renault. Ja, sie spawnt direkt nackt. Ja. Das lasse ich jetzt lieber, bevor YouTube noch irgendwie mir irgendwie die Tour vermasselt. Wir gehen jetzt in den Creature Hain. Wo ist denn die Tür dazu? Creature Testing Hall. Und hier sieht man gar nichts. Ich rüste jetzt mal einen Lichtzauber aus. Wenn ich einen finde. So. Ja, okay, weil hier ist es stockdunkel. Komm schon. Yeah. Okay, hier sind jetzt, was sind das für 4 Goblins? Die wir auch alle nach der Reihe hier niederstrecken können. Und da laufen Zombies rum und alles Mögliche. Jetzt können wir hier mal ein paar Sachen testen.
Finger des Berges, wo ist er? Da. Finger of the Mountain. Den. So viel Mana kostet der. Und, ja. Direkt alles tot. Und da wir jetzt hier ein bisschen Platz haben, lasse ich mal, hier. Replace me. 1E64E. Merunes Dagon. Ja, und jetzt gibt es hier noch, wir können jetzt hier zum Beispiel auch anklicken und dann könnten wir Kill eingeben, dann würde der direkt sterben. Oder wir geben ein Set Scale 5. Dann wird er noch größer. Das gleiche können wir mit uns auch machen. Lara heißt ich da. So, dann sind wir auch ein bisschen größer. Ich weiß nicht, ob... Nein. Ich weiß nicht, bis wohin es geht. Nein, ich glaube, 5 ist das Maximum. Aber wir können ihn jetzt einfach hier. Normalerweise müsste ihn das töten. So, ich mache ihn mal wieder ganz normal groß. Ich verstehe nicht, warum ihn das jetzt nicht tötet. Und ich muss ganz schön aufs Klo. Wo ist der Merunes Dagon? Aber da war er. Das sollte ihn auf jeden Fall töten. Ich verstehe. Der ist gerade einfach nur nicht, weil. Ansonsten hat es den. Hat es ihn immer sofort getötet. So. Ich töte ihn jetzt einfach so. Ja, ziemlich eklig. Stirb. Ja, okay, ich beende diesen Part jetzt soweit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.